Meinst du, mir geht es besser? Nee. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Ja, ich auch nicht. Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Gothic 2, Folge 28. Ich schnapp mir mal eben kurz eine Fackel. So. Lass es kurz ausruckeln. Und dann würde ich sagen, sprechen wir mal mit den Wassermagiern, die hier noch rumstehen. Bei der Arbeit? Diese Gewölbe sind mir ein einziges Rätsel. Unvorstellbar, dass sie bisher noch niemandem aufgefallen sind. Wir konnten den Eingang mühelos freilegen. Die Menschen sind so sehr mit ihrem täglichen Einerlei beschäftigt, dass sich niemand dieses Bauwerk näher angesehen hat. Ich habe keine andere Erklärung dafür. Mhm. Was ist deine Aufgabe hier? Ich versuche herauszufinden, wohin uns dieses runde Portal führen wird. Außerdem helfe ich Nefarius bei der Suche nach dem fehlenden Ornament. Sicher ist, dass das Portal zu einem Teil der Insel führt, den wir noch nicht kennen. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, jemals davon gehört oder gelesen zu haben. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass er nur bei ein, zwei Worten... Tja, Satoras ist wieder auf Toilette. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass der nur bei ein, zwei Worten jetzt das R so gerollt hat. Ihr wollt tatsächlich durch das Portal gehen? Ihr wollt tatsächlich durch das Portal gehen? Sicher. Vorausgesetzt, dass wir das fehlende Ornament finden, versteht sich. Warum? Wollt ihr das zu, ja? Es ist schon eine etwas riskante Angelegenheit. Aber wir müssen unbedingt herausfinden, was es mit diesen ständigen Erdbeben auf sich hat. Ja, das ist Satoras, Junge. Der wirft wieder einen Bob in die Bahn. Was weißt du über die Erdbeben? Irgendetwas auf der anderen Seite löst sie aus. Auf der anderen Seite von dieser Wand, mein Freund. Ist diese Quelle auch verantwortlich für das Erwachen der Steinwächter? Na, hoffentlich nicht. Aber das ist nicht meine Aufgabe. Satoras und Kronos können dir sicher mehr darüber erzählen. Alles klar. Was glaubst du, werdet ihr drüben finden? Ich bin mir da noch nicht sicher. Ich vermute, dass es auf der anderen Seite ein ähnliches Bauwerk wie dieses gibt und ein Gegenstück zu diesem Portal. Alles Weitere werden wir sehen, wenn wir da sind. Wie komme ich am schnellsten zurück in die Stadt? Du gehst am besten den gleichen Weg zurück, den du gekommen bist. Du könntest aber auch... Nein, das wäre zu gefährlich. Spuck's aus. Naja, die Erbauer dieser Hallen hatten ihre eigene Art zu reisen. Soweit wir das beurteilen können, konnten sie sich teleportieren. Das ist doch nichts Besonderes. Die Teleportersteine, die wir hier in Korinnis gefunden haben, schon. Es scheint so, als würde der Teleporterstein hier in diesen Hallen zur Hafenstadt führen. Okay. Jedoch hat noch keiner von uns den Mut aufgebracht, ihn zu benutzen. Wo ist dieser Teleporterstein? Machen wir natürlich. Im Raum gibt es eine Tür. Dahinter habe ich ihn eingeschlossen. Okay, was wäre, wenn ich es versuchen würde, ihn zu benutzen? Keine Ahnung. Wir wissen darüber noch zu wenig. Es ist möglich, dass du es nicht überlebst. Vielleicht kommen sie auf der anderen Seite mit vier Beinen und zwei Schniedeln draus, wer weiß. So, jetzt er damit. Gib mir den Schlüssel. Ich will mir das Ding mal ansehen. Wirklich? Aber ich übernehme dafür keinerlei Verantwortung. Nee, ich speichere vorher. Wenn du meinst, hier hast du ihn. Dankeschön. Wo sind die anderen Teleportersteine? Wir haben bisher nur einen weiteren, etwa im Zentrum von Korinnis gefunden. In der Nähe der Taverne zur Toten Harpie. Aha. Kannst du mir etwas über die Magie beibringen? Wenn wir erstmal drüben sind, stehe ich dir zur Verfügung. Okay. Hey. Ist hier noch Myx hier? Alles klar? Alles klar. Ganz schön mutig von dir, hier einfach so reinzuspazieren. Ja, naja, was soll's. Was machst du hier? Ich studiere die Sprache der Erbauer. Die Sprache ist der Schlüssel zum Verständnis des alten Volkes. Jeder von uns muss sie erlernen. Sonst wäre diese Expedition beendet, bevor sie überhaupt angefangen hat. Die Erbauer haben Steintafeln benutzt, um ihr Wissen weiterzugeben. Leider sind viele davon zerbrochen oder wurden schon vor langer Zeit gestohlen. Ja. Was steht denn so auf diesen Steintafeln? Sie erhalten das gesammelte Wissen des alten Volkes.
Manche von ihnen erhöhen auf magische Weise das Wissen über Kampf und Magie. Für jemanden, der die Tafeln lesen kann, sind sie ein wahrer Schatz. Kannst du mir das Lesen der fremden Sprache beibringen? Tja, warum eigentlich nicht? Ich gebe gerne mein Wissen an dich weiter. Lehre mich die fremde Sprache. Fangen wir erst einmal einfach an. Ich kann dich zu Anfang die Sprache der Bauern lehren. Texte, die in der Sprache der Bauern geschrieben sind, handeln in der Regel von weltlichen Belangen wie Arbeit, Liebe oder die Beschaffung von Lebensmitteln. Es war die gemeine Sprache der Stadt. Die meisten Texte, die man hier findet, wirst du damit verstehen können. Mhm. Kostet 5 Lernpunkte. Ich mach's erstmal noch nicht, Freunde. Es ist einfach... Ich will erstmal meine Punkte noch behalten und in Stärke oder sowas gehen, weil... Ich glaube, das brauchen wir jetzt im Moment erstmal dringender. Wer bist du? Hey, Nefarius! Wie sieht's aus? Was machst du denn hier? Das ist ja eine Überraschung. Ich dachte, man hätte dich getötet. Beinahe. Es gab einen riesen Wirbel um dich, weißt du das? Ich habe Saturas kaum wiedererkannt. So außer sich war er wegen der Sache damals. Ja, aber seht ihr, Freunde, die sind voll cool drauf. Ich komme da hin. Ja, ach, du bist das. Ja, war nicht so korrekt. Und der Saturas gleich, was willst du denn, du Arschgeige? Was machst du denn hier, Junge? Du hast voll Scheiße gebaut. Und man muss ja sagen, die hatten ja ihr Erz noch. Ich habe ja nur die magische Kraft dem Erz. Also die konnten das nicht mehr sprengen. Aber sie hatten immer noch das Erz, was ja immer noch eine Währung war. Gut, nach dem Fall der Barriere dann halt nicht mehr, aber die hat, naja gut, man hätte ja noch Waffen draus machen können, glaube ich. Also, war es jetzt auch nicht so schlimm. Und ich verstehe es einfach nicht, weil das, was passieren sollte, ist doch passiert. Die Barriere ist kaputt gegangen. Und dann sage ich denen, ja, ich habe das gemacht. Dann sagt er, na, ich kann mir nicht vorstellen, dass du das warst. Die ist jetzt, die Barriere ist kaputt und du bist trotzdem Arschloch. So, was ist das für ein Portal? Wir vermuten, dass es in das verlorene Tal führt, in dem die alte Kultur ihre Stadt gehabt haben muss. Aber der Stein hinter dem Portal besteht aus meterdickem, massiven Fels. Auch gibt es keine Anzeichen für Teleportationsmagie. Sehr mysteriös. Oh ja. Weißt du schon, wie man es aktiviert? Eins der fehlenden Ornamente scheint eine Art magischer Schlüssel zu sein. Wir werden es brauchen, um weiterzukommen. Es muss genau in die ringförmige Vertiefung neben dem Portal passen. Sehe ich. Hier. Ich habe einen Teil des Ornaments mitgebracht. Ja? Ja, das ist großartig. Hast du eine Ahnung, wo die anderen Teile sind? Den alten Inschriften nach wurde es in 4 Teile zerbrochen. Und es sieht so aus, als könnten sich die Teile immer noch auf der Insel befinden. Ach du Scheiße. Ich habe mit Medarions Hilfe einige der Inschriften übersetzt. Dort finden sich Hinweise darauf, wo die verbliebenen Stücke sind. Hier, auf dieser Karte habe ich einige Stellen markiert. Sieh dich dort um. Du solltest auf alte Bauwerke achten. Vielleicht sind sie schon etwas verfallen und nicht mehr klar erkennbar. Es könnte alles Mögliche sein. Ein großer Findling, ein Steinkreis, ein Mausoleum oder ähnliches. Aber was rede ich? Du wirst es schon finden. Viel Erfolg. Aus welchem Grund wurde das Ornament zerbrochen? Wer auch immer das getan hat, wollte verhindern, dass das Portal jemals wieder geöffnet wird. Je länger ich auf die Inschriften starre, desto mehr erkenne ich, dass die Priester der alten Kultur wahrlich keine Dummköpfe waren. Es gab einen guten Grund, dass sie die Region dahinter unzugänglich gemacht haben. Wir wissen nicht, was uns dort erwarten wird, aber sicherlich ist es nichts Gutes. Ja, damn. Okay, wegen der fehlenden Ornamente brauche ich ja gar nicht ansprechen, weil habe ich noch nichts. So, ich gucke mich hier nochmal kurz um. Prima, Peter, prima. Da müssen wir nachher dann... Womit denn? Das Ornament vollständig einsetzen, das können wir jetzt noch nicht. Und hier haben wir dann einen Runentisch und einen Alchemietisch. Womit denn? Habe ich natürlich beides noch nicht gelernt. Alchemietisch habe ich. Ich könnte mir vielleicht noch ein paar Heiltränke machen, oder? Ich mach mal drei. Dazu fehlen mir die Zutaten. Zu wenig? Okay, ich probiere. Dann mache ich mal einen. Gucken, ob das reicht für einen.
Dazu fehlen. Nee, okay, alles klar. Ich guck mal eben kurz. Woran hapert's denn? Also Laborwasserflasche habe ich. Dann brauche ich noch Heilpflanze habe ich. Heilkraut habe ich. Und Heilwurzel. Okay, dann kann ja eigentlich nur. Ja, dann fehlt mir der Kronstöckel noch. Verdammter Kronstöckel. So. Alles klar. Na, dann haben wir doch mit allen gesprochen, oder? Ich gehe nochmal schnell rüber zu Saturas. Der muss jetzt fertig sein. Muss wieder von der Toilette runter sein. Und frage ihn mal, ob es noch irgendwas gibt. Dann würde ich dann das Portal benutzen. Nicht das Portal, den Teleporter. Wo ist der denn? Warum ist der so weit hinten? Ist er hier? Ja. Ach, jetzt sind die beide wieder hier. Riordian. Genau, das war das Irrlicht. Konnte ich trainieren. Da hat auch einer geschrieben. Sehr interessant. Dass so Amulette oder irgendwie sowas glitzert. Ne, also das leuchtet so. Und mit der Mod ist es... Oder nee, nicht mit der Mod, mit dem Renderer ist das irgendwie weg. Der meinte dann, ich sollte auf nicht die russische Variante nehmen, sondern die Clockworth Edition. Wobei ich glaube, dass das sogar die... Muss ich nochmal bei Spine gucken. Weil man mit dem Renderer nicht mehr die Amulette und sowas sieht. Also das heißt, ich kann entweder den Renderer wechseln oder mein Irrlicht so trainieren, dass das Irrlicht sowas auch findet. Muss ich mal schauen, wie ich es mache. So. Ich soll für Nefarius die verlorenen Teile des Ornamentes finden. Das war hier nochmal. Was? Das ist ja unglaublich. Du steckst schon wieder mit drin? Ja, Junge. Keine Angst, ich bringe die Dinger schon her. Alter. Weißt du wenigstens, wo du suchen musst? Ja, doch. Nefarius hat mir diese Karte gegeben. Zeig her. Im großen Wald ist es ziemlich gefährlich. Du solltest nicht alleine gehen. Such dir in Korinis jemanden, der dich begleitet. Ich will nicht, dass du von Monstern gefressen wirst. Und das Ornament mit dir. Hier hast du deine Karte wieder. Ja, gib her. Was sind das für seltsame Erdbeben? Das ist eins der Rätsel, die ich versuche zu lösen. Ja, komm, du das bist doch der Verursacher. Das Gefühl der Magie wird irgendwo hinter diesen Bergen gestört. Oder doch nicht. Ganz offensichtlich versucht da jemand mit aller Gewalt einen mächtigen Zauber zu brechen. Ich fürchte, es dauert nicht lange, bis die ganze Insel von diesem Beben heimgesucht wird. Kannst du mir etwas über die Magie beibringen? Bestimmt nicht. Damit du noch mehr im magischen Gefüge herumfuschen kannst? War so nein, klar. Für solche Späße habe ich jetzt keine Zeit. So, mit ihm hatte ich auch gesprochen. So, ich habe den Schlüssel bekommen. Wir müssen in den Beckenraum oder so hieß das, ne? Nee, das ist... Hier, die Teleportersteine. Medaillon gab mir den Schlüssel zur verschlossenen Tür in den Gewölben des Portals. Dahinter befinde sich ein Teleportstein, der mich zurück zur Hafenstadt bringen soll. Mit dem großen Becken da hinten? Ich gucke mal. Wobei, wir könnten jetzt natürlich auch zurücklaufen und noch ein paar Viecher klatschen. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Aber wir kriegen bestimmt auch Erfahrung... Was mache ich denn? Wir kriegen bestimmt auch Erfahrungspunkte, wenn wir, das Ding benutzen. So, darauf nochmal einen Schluck von dem 50-prozentigen. So, und dann hatte noch jemand geschrieben, wie war das? Wenn man kann eben, das hatte ich ja auch in einer der letzten Folgen angesprochen, dass man sich verwandeln kann, auch in irgendein Vieh und so durch den Wald rennen kann und ein paar Viecher klatschen. Aber dann hat Energy Bits geschrieben, dass man dann nicht mehr Lebensenergie bekommt, wenn man dann eine Stufe aufsteigt. Deswegen wäre das ja schick. Cooler Mechanismus. Speichern nicht vergessen. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Ich gucke nochmal hier in die Kiste. Links. Rechts. Links, rechts, rechts, links. Links, rechts, rechts, links, rechts. Rechts, links. Alles klar. Gletscherquarz, Mana-Essenz, Pfeile und 111 Gold. Sehr schön.
So, hier ist das Portal. Wir gehen da gleich durch. Ich will nochmal eben kurz mich hier genau umgucken, Freunde. Und dann speichere ich natürlich, bevor wir da reingehen. Nicht, dass wir da als Mutant irgendwie irgendwas schief geht und dann sind wir hässlich oder so. Warum kann ich hier nicht lang? Ist hier ein Schalter irgendwo? Warum ist das zu hier? Hm, na gut. Ich speichere mal. Auf die 1. So, und dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Area, um uns zu teleportieren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Neuer Tagebucheintrag. Mika! Mika! Komm! Komm her! Hier ist sie! Beide rauf! Leute, der ist tot! Der ist tot! Das lade ich nochmal. Okay, der ist tot. Fuck. Was macht man da? Scheiße. Dann muss ich den Ork woanders hinlocken. Aber ich würde ihn halt schon gern killen. Weil ich will nicht jedes Mal, wenn ich mich dann so teleportiere, an dem Scheiß-Ork vorbeilaufen. Ich kann ihn natürlich jetzt mal selber probieren. Aber das wird ewig dauern, Freunde. Wow, fuck. Oh, ich kann ihn blocken. Ich kann ihn blocken. Ich habe ganz vergessen, dass ich auch Orks blocken kann. Puh. Soll ich es nochmal wagen? Es wird halt ewig dauern bei dem Ork. Vielleicht komme ich irgendwie an Mika vorbei. Zu den Stadtwachen, weil die haben ihn ja geschafft irgendwie. Ich wusste ja nicht, dass der Mika dann gleich stirbt. Oh. Komm her. Jetzt geht er da wieder rauf. Scheiß auf die Erfahrungspunkte. Mika, pass auf, Junge! Oh fuck, der geht auf... Der war auf mich... Der hat mich anvisiert. Scheiße, dieser Kack-Ork! Obwohl es cool wäre, wenn ich den umbringe. Können Orks irgendwo hochklettern? Bestimmt nicht, oder? Und hier gibt es bestimmt auch eine Menge zu looten. Wenn ich irgendwas finde, wo ich hochklettern kann. Oder ich laufe mal weiter. Fuck, der kommt immer noch mit. Guck mal, wenn ich da irgendwie hochkomme. Ja, bestimmt nicht. Fuck! Nein, rutsch! Rutsch doch nicht runter. Fuck! Nein. Mann, ich könnte natürlich jetzt einfach abhauen vor dem Ork, aber ich will den schaffen. Ich probiere jetzt mal selber, es wird überhaupt nichts bringen. Ich werde ihm null Schaden abziehen. Komm her. Alles klar. Ja, keine Chance. Es gibt auch nichts, wo ich hochklettern könnte.
Aber das war an sich doch eine gute Idee. Ich gehe mal kurz nochmal nach links. Es tut mir leid, Freunde, ich will das jetzt schaffen. Oder ich lock den nochmal dahin. Der Mika darf halt nicht drauf gehen, das ist die Scheiße. Komm her, nein, Mika, lass ihn mal, hör mal auf! Ich auf den Mika. Ein Mistkerl. Entschuldigung, Entschuldigung! Hier wird nicht gekämpft, ist das klar? Jetzt nimmt Mika mein Gold. Fuck, Alter. Wie lange kann man eigentlich an so einer Kacke hängen? Scheiß auf den Ork, scheiß auf den Ork, ich mach den später. Mann, ey! So. Tschüss, du scheiß Ork. Guck mal, wie kurz die Orks einem hinterherrennen. Warum ist das bei den anderen Viechern nicht auch so? So. Wir sind wieder in der Stadt. Alles schee. So, was da das Handeln anging, hatte Energy Bits auch, glaube ich, geschrieben. Ich soll mal die Bürgerkleidung nehmen. Wo ist denn die? Ah, hier. Prächtige Bürgerkleidung. So. Die verkaufen mir jetzt alle nichts mehr. Verschwind. Ja, ja, ist mir egal. Dann verkaufst du mir halt nichts mehr. Ist mir doch egal. Und ich gebe dem Kanta keine 500 Gold. Ganz bestimmt nicht. Alter. 22 Minuten schon rum. Fuck. Und so stellte er sich zwischen seine Brüder. Nie mehr. Ach, fuck jetzt. Ich dachte, das kommt jetzt. Mann. Ich kann das nicht glauben. Ich kann das nicht glauben. So, wir gehen nochmal hoch. Mal gucken, ob ich mit den Klamotten mit Lutero feilschen kann. Oder feilschen lernen kann, besser gesagt. Ja. Ich verstehe es nicht. Aber es hat auch jemand geschrieben, der es auch probiert hat, dass das bei ihm auch nicht geht mit Lutero feilschen. Ah, hier ist er. Warte mal. Geht immer noch nicht. Oder was meintest du, Energy Bits? Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Ja, ich auch nicht. So, was machen wir als nächstes? Wir gehen auf jeden Fall zu Vatras, sagen dem das. Und dann könnten wir theoretisch mit dem Laris auch schon zu Ona gehen, oder? Ona? So. Hallihup. Zack. Von mir erfährt keiner was. Warum, so, ach, warum bin ich nicht hier? Auf mich? Das hat er wirklich nicht verdient. Ach, cool. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Das kann ich nicht. Das kommt auch mit der Mod. Das könnten wir wahrscheinlich theoretisch auch lernen. Das wäre dann Leder herstellen. Geil, was du alles machen kannst. Mal gucken, vielleicht lernen wir später auch noch alles. Schauen wir mal. Rüstungen verstärken ist auf jeden Fall, denke ich mal, wichtig. Fernkampfwaffe. Färb was? Verbiegen? Keine Ahnung. So. Ist das wirklich wahr? Ja, das ist wirklich wahr. Die Probleme habe ich kaum. So, ich gehe jetzt mal schnell zu Vatras. Mal gucken, ob wir dem jungen Mann auch schon mitteilen können, dass wir bei den
Kollegen waren. Wegen dieses Waffenhändlers. Ich kenne den Händler, der den Banditen die Waffen liefert. Sein Name ist Fernando. Sehr gut. Hat Martin schon die nötigen Schritte? Bisher noch nicht. Dann beeil. Ja, alles klar. Genau, das brauchen wir nicht machen. Bei dem war ich schon. Ich habe noch mehr Steintafeln für dich. Nee. Okay. Ja gut, dann haben wir das erstmal gemacht. Ich gehe mal zu Laris. Mit dem kann ich bestimmt auch nochmal schnacken. Ist aber komisch, dass ich jetzt dem Vatras nicht sagen kann, ey, ich habe den Shit vorbeigebracht. Dachte, ich kann mir hier noch ein paar Punkte abholen. Speicher nicht vergessen. Vielen Dank. So, auf die Dry. Das werden wir dann aber in der nächsten Folge machen, Freunde. Also zu Onas Hof gehen. Das ist mal wieder typisch. Laris! Wegen der verschwundenen Leute, hast du schon mal einen Teleporterstein? Hast du schon mal einen Teleporterstein benutzt? Nein, aber ich hörte davon. Die Wassermagier sind sich bei den Dingern noch nicht sicher. Mhm. Ich hab's schon ausprobiert. War ja klar. Du hast vor gar nichts Angst, was? Nö. Nun, wenn du die Dinger benutzen willst, dann frag mal Orlan, den Wirt, ob er dich in seine vernagelte Höhle lässt. Soviel ich weiß, hat er einen dieser Teleportersteine für die Wassermagier in der Nähe seiner Taverne versteckt. Ach, du cool. Gehst aus dem Osttor der Stadt und folgst einfach dem Weg. Dann kannst du sie gar nicht verfehlen. Ah ja. Vatra sagt, du könntest mir helfen, mich einer Gemeinschaft anzusehen. Kannst du mir helfen, durch den dichten Wald im Osten zu kommen? Okay, lass uns gehen, bring mir was bei. Ja, das machen wir, wie gesagt, in der nächsten Folge. Dann gucken wir mal, ob wir entweder erst in den Wald gehen und den Teleporterstein suchen oder... Der sitzt immer noch hier. Oder ob wir dann in den Wald gehen. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Müssen wir mal schauen, aber auf jeden Fall müsste ich eigentlich... Ich guck mal eben kurz. Was haben wir noch im Inventor? Man darf halt nicht alles glauben. Ein grobes Breitschwert macht aber auch 40 Schaden nur. Macht auch 40 Schaden. Wolfzahn macht 45 Schaden. Man darf halt nicht alles glauben. Grober Zweihänder macht 60 Schaden. Und da fehlen mir... Fuck, also den Wolfzahn könnte ich die 4 Stärkepunkte... Aber das ist doch bestimmt so ein kleines Ding, oder? Das hat doch keine Reichweite. Na gut, aber... Egal. Hauptsache... Ich mach... Ja, wir machen das auf Stärke. Stärke. 1. Aktuelle Stärke 17, 2, 3, 4, so. Gut, deine Stärke hat zugenommen. Alles klar. Soll ich mich denn noch alles kümmern? Und jetzt können wir hier den Wolfszahn anlegen. Der macht auf jeden Fall schon mal 5 Stärke mehr. Ist aber wirklich nur ein kleines Messerchen, wie wir sehen. Naja. So, dann lege ich die mal wieder an. Was haben wir denn noch? Das grobe Kriegsaxt, 60 Schaden. Ich glaube da nicht dran. Der grobe Zweihänder, da hätte ich auch Bock drauf, aber da fehlen uns echt noch. Ich habe was anderes gehört. Wisst ihr was, wir machen die 4 auch noch in Stärke. Und es wird noch Premium. So. Ach, erzähl mir nicht sowas. 1, 2, 3. 4. Und alle Steintafeln. Gut. Deine Stärke hat zugenommen. Heben wir mal noch auf, Freunde, weil später, wie gesagt, wenn das ganze Zeug teurer ist, da kommen die uns echt zugute. So, wir brauchen 45, haben aber jetzt 24. Das bedeutet, 21 müssen wir noch lernen. Ja, das schaffen wir schon. Ich gehe nochmal hier schnell rein. Cardiff, war hier noch was? Quatsch nochmal ganz kurz mit Nagur. Den können wir gar nicht mehr reden. Könnte ich eigentlich direkt nochmal kurz gucken, ob ich... Ach, das mache ich in der nächsten Folge. Gut, liebe Freunde, das war's mit dieser Folge von Let's Play Gothic. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Wenn das der Fall ist, dann lasst gerne einen Like da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert kostenlos diesen Channel. Dann seid ihr immer auf der sicheren Seite. Macht's gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag, Vormittag, was auch immer ihr macht. Viel Spaß dabei und bis zur nächsten Folge. Tschüss.